Tür lässt sich nicht öffnen. Ich habe Williams Schlüssel auf der anderen Seite der Tür stecken lassen. Offenbar klemmt das Schloss. Das ist aber schon sehr, sehr merkwürdig. Weil die Tür ist ja auch richtig zugefallen. Als wäre die zugeschlagen. Das Schloss klemmt. Das Schloss klemmt. Gut, wir haben zwei Schwerter, falls wir uns verteidigen müssen. Und wir hätten eine Maske. Damit man uns nicht erkennt. Eine massive Truhe. Die schauen wir uns jetzt mal an. Könnte auch die Bundeslade sein. Der Deckel ist abgeschlossen. Ah, verdammt. Der Deckel ist abgeschlossen. Alles ist hier abgeschlossen. Ein Haken an einer Kette. Haben wir noch ein Buch, was die ganze hin und ein Schachbrett. Ja, spielen wir mal kurz Schach mit uns selbst. Der schwarze Turm fehlt. Ja, zuerst wollte ich das echt sagen. Was sich dahinter befindet, erfahren wir dann in der nächsten Folge, aber wir machen ja heute noch ein bisschen weiter. So, was haben wir? Was haben wir denn hier noch so? Ein paar Karten. Astrologische Karten. William war von den Sternen und dem Weltall fasziniert. Ich glaube aber nicht, dass sie mir weiterhelfen werden. Ja, hätten auch Yu-Gi-Oh! Karten sein können. Alte Karten. Dafür habe ich im Moment kein Interesse. Na gut. Haben wir hier auch eine Truhe. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Ah, verdammt, ey. Hier geht auch gar nichts. Alles klemmt. Der Deckel lässt sich nicht bewegen. Ah, scheiße. Können wir das hier vielleicht irgendwie... Nee, können wir nicht. Was haben wir denn hier noch? Da noch irgendwas? Oh, ein Stück Pergament. Wow. Erstmal gucken, gibt es hier irgendwelche geheimen Ausgänge? Nein, es gibt nur die eine Tür. Schauen wir uns mal das Pergament an. Mehrere mit Notizen beschriebene Schriftrollen. Sie enthalten nichts Nützliches. Ja... Von damals gab es noch Yu-Gi-Oh! Das reine Kartenspiel an sich, ne? Ohne großartige Animationen oder sowas, das war echt nur das Kartenspiel. Da gab es drei Editionen, die Yugi Edition, die Kaiba Edition und die Joey Edition. Da konnte man dann insgesamt, glaube ich, wenn du alle drei Spiele installiert hattest, konnte man, glaube ich, so um die 400 bis 500 Karten sammeln. Waren halt noch von den alten, ne? Von der Originalserie, die Karten. Ohne diese komischen Zusatzbeschwörungen, was es da heutzutage gibt. Den neuen kenne ich mich eh nicht mehr aus. Willst du, dass ich das stream? Müsste ich dann mal gucken, ob man das bei Steam überhaupt noch kaufen kann. Müsste ich mal eben schauen. Nee, guck ich nachher. Ich guck nachher mal, oder? Oder soll ich das eben mal rein eben schauen, ob man das noch kaufen kann? Weil ich hab die jetzt auch nicht mehr aufrecht. Ich hatte die damals als CD. Weiß aber nicht, ob das noch so erhältlich ist. Weil die CDs habe ich auch nicht mehr, seitdem ich durch Steam, durch Origin, durch Uplay und sowas alles eigentlich nur übers Internet brauche. Habe ich die ganzen CDs aussortiert, die ich damals hatte. Hab mittlerweile alles digitalisiert durch die ganzen Steam-Fassungen. Ja, okay. Ich schau mal eben, ob man das kaufen kann. Ja, das sieht nicht so gut aus. Ich suche trotzdem noch weiter.
echt nicht gut aus. Nee, da gibt's das auch nicht mehr. Da nochmal schauen. Nee. Nee. Das tut mir echt leid. Aber wo soll ich den Pokémon jetzt für den PC herbekommen? Also, einen Emulator möchte ich jetzt nicht installieren. Also, auf einen Emulator habe ich keine Lust zu spielen. So, hey, nee, Yu-Gi-Oh! Kann ich jetzt... Gibt es leider nicht mehr. Dafür ist das einfach schon zu alt. Und das ist weder bei Steam, noch bei Origin drin, noch bei MMOGA, noch bei G2A. Kann man nirgendwo mehr kaufen. Zumindest nicht als digitale Version. Man müsste höchstens bei Amazon gucken und sich dann halt die CDs nochmal holen. Aber das ist einfach schon zu alt. Wahrscheinlich läuft das gar nicht mehr. Nee, das waren, glaube ich, nur Singleplayer. Wobei bei der Joy Edition, da bin ich mir nicht sicher. Das kann sogar sein, dass man da online kämpfen konnte. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr sicher. So, machen wir jetzt hier mal weiter. So, der Sekretär. Und diese Schublade machen wir auch mal eben mit auf. Und du stehst voll im Weg, Sam. Merkst du das denn nicht? So, was haben wir denn hier? Ein Buch. Hm. Dieser Titel ergibt keinen Sinn. Das muss ich mir näher ansehen. Okay. Dann schauen wir doch mal, was ist denn das für ein komisches Buch? Pokémon Online? Gibt es Pokémon Online? In dem Buch ist ein kleiner Schlüssel. Einige Seiten wurden ausgeschnitten, um einen Schlüssel zu verstecken. Den stecke ich ein. Oh, wir haben gerade einen kleinen geheimen Schlüssel gefunden. Ein kleiner Schlüssel. Er war zwischen den ausgeschnittenen Seiten von Roberts Buch versteckt. Aha, hat Robert also eine Drecksau. Hat auf jeden Fall auch irgendwelche geheimen Machenschaften mit William hier getrieben. So, was haben wir denn hier noch? Einmal zurück. Dann schauen wir uns den Sekretär nochmal genau an, den wir aufgeklappt haben. Ganz viele Schriftrollen. Was haben wir denn hier noch? Da oben ist auch ein... Können wir da noch irgendwas machen? Ja, das google ich jetzt aber dich. Kannst ja selber eben mal ein bisschen schauen, ob es da was gibt. Wobei, das kann nichts Dolles sein. Das kann nichts Dolles sein. Außerdem, wir haben doch genug Spiele. Ganze Ordner ist voll. Allein durch Steam sind schon über 80 Spiele installiert. Das ist viel zu viel. Dann habe ich noch die ganze Assassin's Creed-Reihe. Dann von Star Wars noch so ein paar Sachen. Dann von Origin halt noch Mass Effect. Ja, da kommen wir gar nicht gegen an. So, mal eben gucken. Viele Schriftrollen und Papiere, aber nichts in Williams Handschrift. Irgendwo muss er doch seine wichtigen Notizen gemacht haben. Ja, okay, da ist nichts bei. Eine Schachtfigur. So, was haben wir hier denn noch? Da ist ein Muckkästchen. Nehmen wir mit. Ja, das ist richtig. Dann machen wir es so, dann googeln wir das halt nach dem Stream. Oh Mann, das ist ja schon fast 8 Uhr, wie die Zeit vergeht. Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Ja, ich auch. Ich habe gerade gedacht, die Melodie kommt einem doch bekannt vor. Sind wir hier bei Harry Potter? Gedacht. So, was haben wir denn hier? Eine Was ist denn das? Ein kleines Messer in einem Turm von einer Schachfigur. Sieh das mal an. Wie gefährlich.
Mir ist, als hätte ich diese Melodie schon mal gehört. Ja, das sagtest du bereits. Kannst du das hier aufschließen? Nee, scheinbar nicht. Kann man das damit kombinieren? Nein. Gut, dann gehen wir mal eben hier zum Schachbrett. Konnten wir nicht mehr gehen. Aber wir haben ja einen Schlüssel. Der muss ja irgendwo passen. Nichts. Was? Passt nicht. Ah, hat gepasst. Und der Schlüssel ist weg. Zack. Weg ist der Schlüssel. Wer kennt es nicht? Immer diese Truhen, weißt du, die den Schlüssel direkt auffressen. Echt widerlich. Muss man immer wieder neu machen, die Schlüssel. Das ist so schräg. Ja, man kann da einfach nichts machen. Ist so. Kann man bei Aldi kaufen. Also diese Truhen, die Schlüssel fressen. Sind halt nur diese Einwegschlüssel. Ja, ein Globus. Alte Karten, ein Globus und ein Sextant. Wofür hat William das alles gebraucht? Ja, eine gute Idee mit dem Opfermesser. Könnte echt sein. Wer weiß, was die hier oben getrieben haben, ey. Oder William alleine dann zum Schluss. Hat er auch irgendwas mit Dämonen zu tun gehabt? Irgendwelche Dämonenbeschwörungen oder so ein Scheiß? Was ist mir das? Eine seltsame Kugel. Wir haben ja schon mal ein seltsames Objekt. Hier ist eine seltsame Kugel. Die nehmen wir mal selbst seltsam mit. Fühlt sich kalt an. Mhm. Okay. Sonst scheint hier nichts zu sein. Sie fühlt sich merkwürdig an. Das ist merkwürdig. Sie fühlt sich merkwürdig an. Okay, wir haben es kapiert. Man kann die aber mit nichts kombinieren. Nur die Frage, was können wir machen? Warum können wir hier noch reinschauen? Das ist jetzt die nächste Frage. Kann man hier denn wirklich nichts mehr machen? Da müssen wir es mal ganz sicher gehen. Nicht, dass wir da wieder was übersehen. Nee, hier ist eindeutig nichts mehr. Gut, jetzt nur die Frage. Was? Was können wir mit dieser Kugel anstellen? Ja. Wir sind auf gar nicht so großen Raum eingesperrt. Es ist ein sehr, sehr kleines Zimmer, wo wir uns befinden. Und trotzdem scheinen wir in einer Sackgasse zu hängen. Warte mal, nochmal hier zum Sekretär. Vielleicht ist hier jetzt ja eine Möglichkeit, irgendwo was zu machen. Da schaue ich gleich mal, ob wir das machen können. Ich gucke hier nochmal eben, ob hier noch irgendwas zum aktivieren war, wo wir vielleicht irgendwas kombinieren können oder sowas. Was ist das denn eigentlich? Kann ich aber nicht anklicken. Das sah auch sehr verdächtig aus. Ne, da geht nix. Das Brett. Die Figur. Mal eben einklappen. Ne, kann ich da nicht raufstellen. Ausgefahren. Damit auch scheint. Oh! Ich versuche, den Riegel hochzuschieben. Ah! Na, sieh einen an. Geschafft. Und es ist nicht kaputt gegangen. Wir haben den noch. Dann haben wir hier scheinbar alles gefunden. Denke ich jetzt einfach mal. Gut. Ich muss Williams Arbeitszimmer gründlich durchsuchen. Was? Ich muss Williams Arbeitszimmer gründlich durchsuchen.